Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge mit mir am Sepp. Servus. Ja, für die, die den ersten Teil übersprungen haben, viel Spaß jetzt bei mir hier. Für die anderen, willkommen zurück. Und wir wollen auch hier jetzt direkt gleich mal beginnen. Ich werde mir nur die Tipps nehmen, weil ich mir schon stundenlang Let's Plays zu dem Thema hier angeschaut habe. Und das allererste, was wir machen, ist, wir nehmen unseren Forscher, der hier ist. Und schicken den mal hier auf Erkunde, total ganzes System. Dann wird er erstmal rumgeschickt und sucht nach Anomalien und diversen anderen Dingen, Materialien, Ressourcen, alles, was wir in dem Sonnensystem haben, brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen ja erstmal unser eigenes System kennen, bevor wir überhaupt irgendwo anders hin können. Das ist unser Hauptplanet, die Erde. Hier seht ihr auch die Oberfläche und meinen Führer und wie der dann halt langsam hier anfangen wird, sich zu vergrößern. Das sind Sachen, die kann man löschen, wenn man gewisse Sachen schon erforscht hat. Sowas wie Slums kann man noch gleich entfernen. Kostet dann ein paar Ressourcen. Brauchen wir am Anfang jetzt nicht, weil hier noch andere spawnen können. Zu den Ressourcen sollte man immer gucken, dass man Gebäude drüber baut, wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Bauen geht, die auch dieselbe Ressource haben, wie schon auf dem Feld vorhanden ist, dann wird diese Ressource ergänzt. Wenn man nicht dieselbe Ressource drauf baut, dann hat man das Problem, dass die Ressource gelöscht wird, die bereits auf dem Feld drauf war und die andere Ressource, die man dann hier zum Beispiel Energie produzieren würde, drei Energie produziert, anstatt dann drei Nahrung, weil sich das dann mit dem hier ergänzt. So, bevor wir da weitermachen, hier haben wir unsere Flotte. Na, die hat 70. Da würde ich für jeden raten, der auch selber spielt. Ich versuche euch hier auch ein paar kleine Tipps zu geben, was ich mir selber jetzt schon rausgeguckt habe. Ihr solltet das auf jeden Fall gucken, dass ihr eure Flotte relativ früh im Anfangsstadion auf 100, 130 bekommt, weil relativ frühzeitig, ich sag mal so nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, auf jeden Fall die Piraten kommen und anfangen euch anzugreifen. Und dazu solltet ihr auf jeden Fall gewappnet sein. Eure Raumstation hat eh sowieso immer eine gewisse Grundausstattung und da könnt ihr dann auch eure Corvette Construction und Forschungsschiff bauen. So, dann haben wir das mal. Construction Schiff brauchen wir gerade noch mal nicht, weil wir hier noch gerade unterwegs sind. Und meine Regierung sieht folgendermaßen aus. Hier kann ich auch gewisse Sklaverei erlauben, Kriegswirtschaft machen, Orbitalbombardierung erlauben von anderen Leuten. Ich kann sagen, Migration ist verboten. Ne? Diesbezüglich dann 10 Jahre lang, wenn man sich nicht rumbewegen kann. Das sieht man dann aber auch hier auf der Erde, bei der Oberfläche, glaube ich. Wenn man über die dreht, geht, sieht man Bewohnbarkeit 100%. Hauptplanet hat immer 100%. Andere Planeten können immer maximal 80 oder 90% haben. Nie 100%. Das hat immer nur der Hauptplanet. Und die Zufriedenheit unten drunter. Und die Zufriedenheit werde ich noch herausfinden, wo man die sieht. Die wird dann aufgeteilt in verschiedene Sachen. Und da sieht man dann auch das Minus. Planetengröße, aktuelle Bevölkerung. Zufriedenheit hätte ich gerne. Schauen wir später noch. Alles klar, Forschungen können wir auch machen. Das Forschungssystem ist eine relativ witzige Sache an sich. Und zwar ist das in so einem Kartensystem aufgebaut. Ihr habt Physik, Sozial und Ingenieur jetzt bei mir auf Deutsch bei den Menschen. Bei anderen kann das natürlich auch anders heißen, aber dieses Physik, Sozial und Ingenieur wird wahrscheinlich auf Deutsch bei euch so bleiben. Und ihr habt dann immer die Auswahl zwischen drei verschiedenen Forschungen und müsst euch selber dafür entscheiden, welche Forschung für euch wichtig ist, die auswählen und beim nächsten Mal heißt es nicht unbedingt, dass die anderen zwei auch wieder da sind, sondern ihr kriegt wieder drei neue Karten gespawnt. Es kann natürlich passieren, dass ich jetzt hingehe und sage, geil, Koloschiff, jetzt schon am Anfang ist auf jeden Fall ultra wichtig, dann kann ich gleich anfangen zu kolonisieren und alles. Was man nicht vergessen darf, Kolonienschiffe sind natürlich auch ein Stück weit teuer. Oder ich gehe hier orbitale Hydrokulturen, gibt mir mehr Nahrung, dadurch wächst mein Planet schneller. Oder ich gehe in die 10 Lebensjahre, dass meine Menschen noch älter werden, als sie eh schon werden. Ich hoffe, dass ich dieses DNA-Mapping nochmal bekomme und möchte erstmal gerne auf das Kolonienschiff gehen. Dann haben wir hier Solarfelder, Kraftwerke, blauer Laser. Blauer Laser ist cool für den Start. Gibt auf jeden Fall einen richtig guten Waffenboost. Das ist aber auch halt cool, weil ich mir erstmal ein bisschen wirtschaftlich was aufbauen wollte. Aber ich denke, wir gehen erstmal in Waffen. Und Ingenieur.
Die Panzerung ist gut, Verteidigungsplattform ist auch gut und Ingenieurlabor ist auch verdammt gut. Außenposten, das lassen wir mal weg. Dann ist die Wahl zwischen dem hier. Aber wir sind schadensmäßig ja schon gut unterwegs. Das heißt, Ingenieurlabor. Ich glaube, wir nehmen erstmal das hier. Wir müssen erstmal rundum stärker werden, um einen soliden Bausatz zu bekommen. Das sind unsere Technologien hier über oben auf dem Tab übrigens auch erreichbar. Wir haben Situationsprotokoll, Schiffsdesign, da können wir dann unser Schiff selbst designen und können die neuesten Warp-Antriebe reinbauen, je nachdem, ob wir schon was Neueres erforscht haben. Und wir haben die drei unterschiedlichen Schiffe. Das ist die Korvette, Konstruktionsschiff und Forschungsschiff. Wenn wir neue Schiffe dazu bekommen, weil wir sie erforscht haben, dann werden die hier auch eingezeichnet und dann kann man hier auch umbasteln. So, den nennen wir übrigens nicht Cadwell, sondern Soliso, Solisa. Das wäre jetzt zum Beispiel neu gespeichertes Ding. Das ist das Automatische, das ist das Neue und das kann man dann, sobald man hier andere Sachen erforscht hat, natürlich auch noch erweitern. Oder hier, da kriegen wir später den blauen Laser. Wir lassen das jetzt mal alles auf Standard. Das reicht uns erstmal. So, und dann möchte ich noch auf Kontakte gehen. Momentan haben wir keine anderen Reiche erreicht. Und hier haben wir unsere Bewohner. Ein leeres Modul, was wir auf unserer Raumstation noch bauen können. Wir haben die Anführerübersicht. Wir haben momentan 5 von 10 Stück. Wir können 10 maximal haben. Und wir haben hier unseren Regierenden, der ist 39 Jahre alt. Und der kann so bis 72 Jahre alt werden momentan. Wenn wir die Forschung noch hätten, 82. Hat aber momentan noch leider nur einen Stern, gibt uns aber hier die Sachen, die wir halt auch gewählt haben, ne? Mit Zufriedenheit, mehr Baugeschwindigkeit durch das Regierungssystem und das Intellektuelle, das kriegen wir ja alles noch gut. Wir können den auch entlassen, aber das brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Und Wissenschaftler haben wir momentan 4 Stück. Der eine ist das, genau, und den hier, Forschungsgeschwindigkeit, Anomalien, haben wir hoffentlich in unserem Forschungsschiff. Genau, ist auf jeden Fall praktisch, weil wir mit dem Anomalien finden. Gut, dann lassen wir das mal auf der normalen Geschwindigkeit laufen und gucken, was der so treibt. Wir können hier auch rauszoomen und mal schauen, wo wir uns befinden. Ich dachte, ich habe eine Spiral mit zwei Armen gewählt, aber anscheinend ist das nicht so. Müsst ihr euch vorstellen, hier sind noch 10 andere Gegner verteilt, also es wird richtig eng. Es war schon eine gute Entscheidung, erstmal das Kolonienschiff zu nehmen, um ein bisschen Platz für uns zu reservieren. Und unser Forscher hat nichts gefunden. Ist ein eher langweiliger Planet. Und auf der Erde. Oberfläche fängt da schon an, was Neues hier zu holen. Und wir werden jetzt nochmal gucken, dass wir erstmal, das haben wir, Mineralien, Energie haben wir, gutes Plus. Ich würde sagen, erstmal nochmal ein Kraftwerk, das brauchen wir auf jeden Fall dann auch für die Kolonien. Das braucht sehr viel Energie. Und anschließend gehen wir hier nochmal auf Essen. Können wir auch gleich machen. So, ein bisschen mal den Hauptplaneten aufbauen. Davon hängt jetzt am Anfang ja auch alles ab. Und unser Forschungsschiff geht weiter, fliegt rum. Das finde ich echt cool. Ja, der Beamlaser. Und findest du was auf San Luca? Bewohnbarkeit 0, giftige Welt, keine Ressourcen. Der wird wahrscheinlich auch giftig sein, der sieht schon so giftig aus. Unerkundet. Komm, das ist ein großer Planet, der wird ja wohl ein paar Ressourcen haben. Keine Anomalien, keine Ressourcen, das ist nervig. Und damit das hier auch alles ein bisschen schneller vorangeht, werden wir uns jetzt noch hier ein Forschungsschiff bauen. Denke ich, ist auf jeden Fall praktisch. Und wir haben schon keine Ressourcen mehr. Wir verschnellern das hier alles mal ein bisschen.
So, jetzt haben wir hier unseren ersten Ingenieurforschung. Jo, da gibt es ja jetzt zwei Arten, die man bei Planeten bauen kann. Einmal die Mining-Station und Sekunde. Und einmal die Mining-Station und die Forschungsstation. Die Forschungsstation sind für die drei Punkte auf einem Planeten und die Mining-Station für die zwei vorderen Sachen. Den Einfluss kriegt man so gar nicht. So, irgendwas ist auf Kollisionskurs mit uns. Normale Geschwindigkeit. Okay, vielleicht ist er auch nur vorbeigeflogen. Und da haben wir Mineralien. Danach habe ich gesucht. Ich möchte, dass du hier bewegst. Nein, du bist ein Scientist. Das wollte ich. Und eine Mining-Station. Baust eine Bergbaustation, aber das dauert noch, bis ich die Ressourcen habe. Das heißt, du kriegst jetzt erst noch einen Anführer. Rekrutieren wir einen. Okay, der hat ein Level Up und findet was. Und das werden wir auch gleich erforschen. Und was haben wir hier noch? Entdeckung Anomalien rekrutieren. Raketentechnik. Ich denke, wir nehmen den noch mit. Super. Und schicken den mal ins nächstgelegene System. Hierher bewegen. So. Gestoßen. Wen haben wir denn da gefunden? Möchtest du mich kennenlernen oder möchtest du mich töten? Nein, das sind diese Viecher. Ich hoffe, sie bleiben friedlich und fliegen nur weiter. Normalerweise sind das auch friedliche Wesen, die nichts wollen. Solange man sie nicht angreift, greifen sie einen selber nicht an. Hoffe ich. Wer weiß es. Geht mit Frieden. So, der macht hier die Erforschung. So, die Götter seien gepriesen. Geheimnis von unserer Türschwelle. Okay. Nice. Alles klar, das heißt nochmal, Götter seien uns gepriesen. Nice. Haben wir durch? Sind eigentlich alle meine Planeten hier vergiftet? Was ist hier denn nur passiert mit meinem System? Das finde ich nicht so witzig, dass hier alles kaputt ist. Wie sieht es eigentlich mit meinen Gebäuden aus? Oberfläche wird bebaut. Was hat er? Dieses Gebäude kann ohne Bewohner nicht funktionieren, aber der Bewohner wird ja jetzt gerade noch gemacht. Hier sieht man noch den Fortschritt. Wachsender Bewohner, Fortschritt 12,4 ganz oben, 13,8 jetzt und 45,3 braucht er und 1,3 im Monat kriegt er. Dieses geht hoch, wenn man einen Nahrungsüberschuss auf dem Planeten hat. Den Nahrungsüberschuss sieht man hier, ist momentan bei 4. Also hier produziert jetzt hier gerade ich 12 und verbrauche 7. Je mehr man hat, desto höher ist die Wachstumsrate der Bewohner. Für alle, die das auch noch nicht gewusst haben. So. Ich würde mich jetzt darüber freuen, wenn wir hier. Okay, Energie. Also, wir haben jetzt nicht das tollste Sonnensystem erwischt und ich hoffe, dass uns das jetzt auch nicht den Kragen tötet. Warte. Okay, die sind Gott sei Dank nur vorbeigeflogen. Das ist nämlich jetzt schon, wenn wir Pech hätten, vielleicht ein Gegner. Ich hab doch gesagt, das heißt, dass einen Wissen. Ich hab doch hier einen Wissenschaftler reingemacht. So, System erkunden. Attacke. Alles klar, die fliegen hier auch immer noch rum und ziehen jetzt endlich Leine. Haben wir jetzt unser 90 braucht es kurz noch, dann können wir unsere erste Mining Station bauen, kriegen wir 2 plus. Hier verdienen wir jetzt gerade nur 8. Ist auf jeden Fall nochmal praktisch, das zu erhöhen. Auf geht's. Jawohl, da haben wir auch schon das, was uns gefehlt hat. Und der, was muss der noch erforschen? Den letzten Gasriesen. Dann schicken wir den mal hier rüber, würde ich sagen. Die Frage ist, möchte ich mich zur Mitte hin ausdehnen oder möchte ich mich zur
außen hin ausdehnen. Das müssen wir mal gucken, ja. Einfach mal schauen, wie die Planeten rundherum sind. Dann werden wir das schon herausfinden. So, die Mining Station ist schon gebaut, hoffe ich. Bist du fertig? System Survey complete. Okay, System Atala ist vollständig erkundet worden. Das heißt, du gehst jetzt dieses System hier erkunden. Und die Mining Station wird mich jetzt mal interessieren, okay, ob die jetzt hier schon gebaut ist. Ist sogar ein Asteroid. So, Gebäude wurde abgeschlossen. Ein identifiziertes Objekt wurde entdeckt. Und das System wurde vollständig erkundet. Das sind alles gute Nachrichten. Hier baut er gerade noch die Station anscheinend. Jawohl. Das passt. Und wir gucken mal, was uns denn jetzt neue Schiffe kosten würden. Eine Korvette kostet uns 63. Müssen wir natürlich schauen, dass wir schnell hochkommen. Können wir denn irgendwie unseren Mineralausstoß hier machen? Okay. Verbessern geht noch nicht. Da ist auch schon ein Gebäude drauf. Was könnten wir hier bauen? Auch nur so ein Baunetzwerk. Ja gut, dann müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Anomalien haben wir bis jetzt alle erforscht, die wir hatten. Okay, jetzt wird's grün angezeigt. Jetzt haben wir es auf jeden Fall für uns. Wir gehen mal hier rüber und holen uns dann gleich noch die Energie. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil die einzelnen Mining Station auch Energie verbrauchen, die wir haben. Und eigentlich alles, was wir soweit besitzen, verbraucht irgendwie Energie. So, scan mal das Ding. Irgendwie habe ich hier einen toten Teil der Galaxie erwischt. Da war in den Let's Plays teilweise viel mehr, was man gefunden hat. Aber gut, wie soll es auch anders sein? Wenn ich mal was aufnehme, dann habe ich immer Pech. Aber wir kriegen schon 10. Das ist gut. Muss noch mehr werden. Und ich spule mal ein bisschen vor, damit wir nicht so ewig rumsitzen. Noch geht es wahrscheinlich ganz gut, weil wir nicht viel besitzen. Später wird es schlimmer. Die 10 übrigens sind immer die Sachen, die man pro Monat bekommt. Also jeden Monat, der hier oben abläuft. Ein Monat hat wahrscheinlich 31 Tage. Ne, 30 nur. Ein Wissenschaftler ist besser geworden. Das System ist voll erkundet. Wir haben leider nichts gefunden in dem System. Das heißt, wir fliegen jetzt mal zu dem hier System und erkunden das. Ich möchte erstmal so einen Rundumblick haben, mich nicht zu sehr in eine Sache konzentrieren. Der hier ist auch fertig. Hier haben wir Energie. Wir haben Sozialforschung. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal mit dir in diese Richtung hier. Wahrscheinlich werden die weißen Sterne mehr so in meine Richtung sein. Das heißt, du kannst mal das hier erkunden gehen. Der ist auch schon dabei. Construction Shift. Du kannst bestimmt hier mal noch eine Bergstation bauen. Dann entwickeln wir mehr Energie. So, Oberfläche. Hier sind überall schon Gebäude gebaut. Hier könnten wir noch mal. Das hat sich, glaube ich, jetzt auch schon erhöht. 1,6 im Monat. Wir haben jetzt 7 Nahrungsüberschuss. Aber wir haben hier noch Energie und hier noch Energie. Ich glaube, wir werden mal hier das löschen, weil wir wieder genug Ressourcen haben. Was kostet denn ein Energiewerk? Lululul, 60. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Anomaly found. So, 30% Anomalie. Umlaufbahn display große Mengen von Schiffstrümmern. Weltraumschlacht. Ja, ich denke, das können wir machen. Alles, was unter 40% ist, ist mal das Risiko wert. So, und was ist das hier?
Die Bergbaustation hat natürlich auch einen gewissen Angriffswert. Das ist natürlich cool. Gut. Aber dann machen wir hier mal schnell eine kleine Pause und einen winzigen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat der Input bis jetzt gut gefallen. Und wir machen Schlag auf Schlag so weiter. Am ersten Tag die ersten zwei Folgen mit Charakterstellung und das erste Let's Play. Und dann hoffe ich, jeden Tag eine neue Folge rausbuttern zu können. Ich werde euch noch ein Let's Play Together machen. Und wir werden auf jeden Fall noch eine große Viererrunde machen, wo vier Leute aufnehmen und man auf jeden Fall jeden Einzelnen sich auch angucken kann und mal sieht, wie unterschiedlich die Leute spielen. Es gibt ja auch unterschiedliche Spieltypen und das bleibt auch echt dann einfach euch überlassen. Aber bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Selberdatteln. Ich denke, mit diesen ersten Starthilfen könnt ihr gut leben und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Sepp. Ciao, ciao.